Wir reichen für eine 39-jährige Arzthelferin mit Kinderwunsch Verfassungsbeschwerde gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht ein. Warum wir diesmal bessere Karten haben, das verrate ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, lass bitte ein Abo da und bitte teil dieses Video. Je mehr Leute davon erfahren, desto höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Eine 39-jährige Arzthelferin hat seit Jahren einen massiven Kinderwunsch. Sie steckt jetzt in einem riesen Dilemma. Die STIKO, also die Ständige Impfkommission, und das RKI empfiehlt zwar, wenn man einen Kinderwunsch hat, die Impfung, empfiehlt aber auch gleichzeitig im ersten Drittel der Schwangerschaft, sich nicht impfen zu lassen. Sie hat ein massives Störgefühl dabei, sich impfen zu lassen. Auch jetzt, wo sie noch nicht genau weiß, bin ich schon schwanger oder bin ich noch nicht schwanger. Die Nebenwirkungen sind ihr nicht klar und sind auch insgesamt kaum nachzuvollziehen. Daher hat sie sich nun entschieden, uns zu beauftragen, doch nochmal gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht vorzugehen. Denn auf der einen Seite hat sie diesen Kinderwunsch und das Bedürfnis, sich nicht impfen zu lassen, gerade in dieser Phase. Auf der anderen Seite unterliegt sie jetzt quasi einem Berufsverbot, wenn sie sich nicht impfen lässt. Wir helfen ihr hoffentlich aus diesem Dilemma. Jetzt werden natürlich einige sagen, naja, ihr habt ja schon hunderte von Verfassungsbeschwerden gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht eingereicht und die wurden ja mit einem Fingerstrich, mit einem Handstrich von dem Verfassungsgericht einfach zurückgewiesen. Man hat gesagt, wir nehmen das Ganze nicht an, die Betroffenen seien in ihren Grundrechten nicht eingeschränkt. Zum einen kennt ihr meine Meinung zu dieser Arbeitsverweigerung aus Karlsruhe. Zum anderen hat sich aber die Situation jetzt grundlegend verändert, denn mittlerweile gibt es keinerlei Corona-Maßnahmen mehr seit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Das heißt, die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist ja der massivste Grundrechtseingriff, den man sich vorstellen kann. Und sämtliche milderen Mittel sind aber abgeschafft worden. Das heißt, wir haben mittlerweile keinen Maskenzwang mehr, keinen Abstand mehr und auch keine weiteren Corona-Schutzmaßnahmen. Aber den massivsten Zwang, nämlich hier die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die haben wir noch. Das heißt, das kann nicht sein, das ist ein Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, weil man immer, bevor man an die Ultima Ratio geht, nach einem milderen Mittel Ausschau halten muss. Und das mildere Mittel hält man jetzt in dieser Infektionslage für nicht mehr notwendig. Argument Nummer zwei. Gerade bei der Omikron-Variante ist mittlerweile auch das RKI zu dem Ergebnis gekommen, dass selbst eine Booster-Impfung vor einer Infektion nicht schützt. Das heißt, der Wirkungsgrad der Impfung ist sehr beschränkt bei der Omikron-Variante. Das dritte Argument, was meines Erachtens auch ein sehr entscheidendes Argument sein wird, ist der verfassungsrechtliche Widerspruch. Denn der Bundestag hat die allgemeine Impfpflicht abgelehnt, auch in seiner Form, dass eine Impfpflicht nur ab 60 gelten soll. Das heißt, dass Teile der vulnerablen Gruppen, also die massiv gefährdet sind bei einer Corona-Infektion, dass diese sich selbst schützen sollen. Da hat der Bundestag gesagt, nee, uns reicht die Datenlage hier nicht aus. Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, wir wollen keine Impfpflicht. Das geht so nicht. Der Impfstoff ist nicht genug erforscht. Wir haben Nebenwirkungen, das ist nicht ganz klar. Da haben wir keine Datenlage. Die Wirkung an sich ist nicht klar. Daher lehnen wir eine Impfpflicht ab. Auf der anderen Seite haben wir aber eine einrichtungsbezogene Impfpflicht mit einem Fremdschutz. Das heißt, das betrifft ja gar nicht die Vulnerablen, sondern das betrifft Leute aus den Heilberufen, die sich schützen sollen, um andere zu schützen, also den Fremdschutz. Und das ist natürlich ein massiver Wertungswiderspruch. Wir gehen daher mit voller Überzeugung wieder nach Karlsruhe, reichen Verfassungsbeschwerde gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht ein, um unserer Mandantin, der Arzthelferin mit Kinderwunsch, aus dem Dilemma helfen zu können. Wir bitten euch aber auch um Unterstützung. Denn bisher war es so, dass Karlsruhe sich zurückgelehnt hat und die Sachen doch recht arrogant zurückgewiesen hat. Ich bin der Auffassung, je mehr öffentlichen Druck wir erzeugen, je mehr das bekannt wird, je mehr bekannt wird, dass wir nochmal gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht vorgehen, je mehr Druck ausgeübt wird seitens Medien, seitens Politik, aber auch von euch,
wenn das Video geteilt wird, wenn ihr eure Meinungen teilt, je mehr bekannt gemacht wird, je mehr Druck ausgeübt wird, je mehr gesellschaftlicher Druck da ist, desto höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit in Karlsruhe. Daher lasst uns da gemeinsam in Karlsruhe vorgehen. Wir nehmen die eine Mandantin raus, die für euch alle kämpft. Also unterstützt uns und wir sehen uns wie immer vor Gericht.